Für die FDP-Fraktion hat nun Judith Skudelny das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, einer der drei wichtigsten Treiber für den Artenverlust weltweit ist tatsächlich der Flächenverbrauch. Wir werden weltweit mehr Menschen. Die Menschen müssen ernährt werden. Wir brauchen Landwirtschaft. Sie wollen wohnen. Sie brauchen Infrastruktur, Straßen, Energie. Und all das bedeutet einen Verlust an Flächen, die wir für den Arterhalt eigentlich brauchen. Jährlich gehen damit 80 Millionen Hektar Wald verloren. Allerdings ist der Verlust an Waldflächen und der Verlust an Flächen für Biodiversität, wie es heißt, nicht überall gleich, ganz im Gegenteil. In Deutschland nehmen die Waldflächen zu. In Deutschland nehmen übrigens auch die Flächen für Naturschutz zu. Was aber der IPES-Bericht feststellt, ist, dass wir die Erträge, die Lebensmittel, die wir in Deutschland nicht mehr produzieren, aus dem Ausland einkaufen. Und damit sind wir ein indirekter Treiber für den Flächenverbrauch in Schwellen- und Entwicklungsländern. Und deswegen kann ich es überhaupt nicht verstehen, wenn wir mit einer nachhaltigen Verantwortung vorgehen wollen, wie gerade die Grünen und gerade die SPD es forcieren wollen, dass wir die Erträge in Deutschland für die Ernährung der Menschen in Deutschland, für die nachhaltige Nutzung beispielsweise im Bereich der Bioenergie weiter reduzieren möchten. Weil damit verursachen wir den Flächenverbrauch in anderen Ländern und wir dürfen die Belastungen nicht auslagern. Viel sinnvoller wäre es und viel wichtiger und nachhaltiger wäre es, wenn wir uns überlegen würden, wie wir es schaffen, die Erträge in Deutschland mindestens gleichbleibend zu halten und gleichzeitig bei der Biodiversität, bei dem Erhalt der Arten Fortschritte zu machen. Und da gibt es eine ganz leichte Lösung. Wir brauchen einen Artenschutz 2.0. Und Herr Träger, ich kann gar nicht verstehen, wie Sie sagen können, was wir mit unseren Naturschutzgebieten machen, ist ganz toll. Weil es ist Fakt, dass selbst in unseren Naturschutzgebieten in Deutschland die Arten weiter zurückgehen. Und das ist erbärmlich. Vielmehr wäre es wichtig zu gucken, warum ist es denn so? Und es ist tatsächlich so, Deutschland ist eine Kulturlandschaft. Wir müssen selbst in unseren Naturschutzgebieten schauen, dass die Böden nicht versauern. Wir müssen selbst in unseren Naturschutzgebieten gucken, dass auch Offenlandarten, die ein regelmäßiges Mähen der Wiesen benötigen, die Habitate, die Lebensräume erhalten, die sie brauchen. Und das übrigens schaffen wir nicht gegen die Landwirtschaft, sondern nur gemeinsam mit der Landwirtschaft. Und ich sage es mal ganz plakativ, so wie ich es im letzten Jahr verstanden habe. Ich kann nicht nachvollziehen, wie das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium sich in einem Zickenkrieg ergehen können, anstatt mal gemeinsam Hand in Hand etwas für Deutschland und für den Umweltschutz zu tun. Wir müssen überlegen, wie wir es schaffen, landwirtschaftliche Erträge in Deutschland zu erhalten, die Arten besser zu machen. Und übrigens, Frau Schulze, das kriegen wir nicht dadurch hin, dass wir Papiere vorlegen. Ja, wir haben ein Aktionsprogramm Insektenschutz. Wir haben übrigens auch ein Aktionsprogramm oder eine Idee, was wir gegen Plastik machen wollen. Wir haben ein Papier zur Digitalisierung vorgelegt bekommen. Und eigentlich hätte schon im März 2019 ein Gesetz zum Wolfsmanagement vorliegen sollen. Der Natur wird nicht geholfen, indem wir Papiere schreiben, sondern indem wir unseren Ideen Taten folgen lassen. Und das kriegt diese Bundesregierung nicht hin. Wenn wir wirklich etwas für Natur- und Artenschutz tun, dann tun wir das nicht in der Presse. Dann wäre es dringend notwendig, dass diese beiden Ministerien sich hinter verschlossener Tür zusammensetzen und sich überlegen, wie wir Natur- und Artenschutz in Deutschland so gestalten können, dass wir die Flächen wirksam nutzen, unseren Flächenverbrauch nicht ins Ausland verschieben und somit gesamt nachhaltig etwas für den Artenschutz global tun können, anstatt einfach nur darüber zu diskutieren und alles weiterlaufen zu lassen, wie es ist. Weil so wie es ist, wird jede Stunde eine weitere Art aussterben, und das müssen wir alle gemeinsam verhindern. Das Wort hat Lorenz Göster-Beutin für die Fraktion Die Linke.